Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste. Nun soll die GroKo kommen und keine Neuwahlen. Erneut eine Regierung aus SPD und Union. Und das vermeintlich Vertraute kann uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese GroKo der geschrumpften Ausdruck einer Übergangssituation ist. In der alten Bundesrepublik gab es eine sehr etablierte Form der Machtaufteilung. Eine der zwei großen Volksparteien hatte in der Regel die Kraft, alleine mit einer deutlich kleineren Mehrheitsbeschafferin zu regieren. Es gab immer eine Kanzlerpartei und eine Mehrheitsbeschafferpartei. Heute kann keine der einstigen großen Volksparteien ohne die andere regieren. Das heißt, weil beide so klein geworden sind, ist die Große Koalition nun der Standard. Und die Art, wie zwei träge gewordene Volksparteien die Macht verteilen, führt zu Demokratieverdrossenheit. Die Große Koalition ist doch am Ende vor allen Dingen eine Regierung der Wahlverlierer. Und in einer lebendigen Demokratie sollten nach einer Wahl Gewinner regieren, aber nicht zwei Verlierer. Und noch was kommt hinzu. Angela Merkel ist rechts der Mitte, nicht mehr mehrheitsfähig. Und zugleich gibt es links zu ihr keine glaubwürdige Machtalternative. Wir haben also eine Regierungschefin in diesem Land, die rechts der Mitte abgelehnt wird und zu der es zugleich links von ihr noch keine glaubwürdige Machtalternative gibt. Das ist auch Ausdruck einer Übergangszeit. Für uns heißt das Folgendes. Wir sind im Bundestag die soziale Opposition von links und wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt gerade kein linkes, fortschrittliches Lager. Neue linke Mehrheiten müssten erst wieder erstritten werden. Wie sie aussehen, kann man sich heute ganz schwer vorstellen. Sicherlich wird es nicht mehr die alte Form sein von der großen SPD, die sich dann ein oder zwei kleine Parteien als Mehrheitsbeschafferin dazuholt. Wenn es wieder zu neuen linken Mehrheiten kommen sollte, dann geht das nur über eine Linke, die größer geworden ist und die wirkungsmächtiger ist. Und wie heißt es doch so treffend in der Internationalen, die wir immer am Ende jedes Parteitages singen, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Also setzen wir auf unsere eigene Stärke, unsere Stärke als aktive linke Mitgliederpartei. Stärker werden müssen wir auch angesichts des Rechtsrucks. Die Wahlerfolge der Rechten haben das gesellschaftliche Klima nachhaltig verändert. Die Hemmschwelle für Gewaltausbrüche von rechts ist deutlich gesunken. Es gibt pro Tag mindestens einen Angriff auf Leib und Leben von Geflüchteten. Unsere Partei stemmt sich dem entgegen und dafür werden wir angegriffen. Und stellvertretend für die vielen möchte ich hier den sächsischen Kommunalpolitiker Michael Richter nennen. Eine braune Terrorgruppe in Freital trachtete ihm nach dem Leben und hat sein Auto in die Luft gejagt. Michael musste deswegen seine Heimat verlassen. Und wir stehen solidarisch an der Seite von Michael und allen, die von rechts angegriffen werden. Seid gewiss, wir werden uns mit dem Rechtsruck nicht abfinden. Niemals. In Zeiten des Übergangs gibt es oft eine Neigung, aus Verunsicherung zu verkrampfen oder aus Angst dicht zu machen, sich abzuschotten. Aber Angst, liebe Freunde, ist ein schlechter Ratgeber. Auch uns fällt es zuweilen schwer, mit neuen Situationen umzugehen. Uns fällt es auch schwer, offensichtlich damit umzugehen, wenn wir nicht wissen, ob wir gewonnen oder verloren haben. Wir haben im Bundestagswahlen unterm Strich eine 500.000 dazu gewonnen. Wir haben viele neue Mitglieder gewinnen können. Und inzwischen hat auch die Taz erkannt, wer heute jung ist, wer die Welt gerechter machen will, der geht zur Linken und weniger zu den Grünen. Das ist ein Fortschritt und ich bin stolz, dass ich mit Bernd, mit euch, mit vielen daran mitwirken konnte. Aber wir haben eben auch bei den Abgehängten und im Osten verloren. Wir haben also Zuwachse und wir haben Verluste. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wir streiten, was linker ist. Die Stadt oder das Land. Die Weltoffenheit der einen oder die Verlustangst der anderen. Ich meine, genau das Gegenteil ist jetzt angebracht. Als eine Partei in Bewegung sollten wir das Trennende aufheben. Uns obliegt es, das zusammenzubringen, was diese Gesellschaft beständig spaltet. Und Partei in Bewegung zu sein, das heißt, dort zu stehen, wo die Menschen sind. Bei den Siemens-Protesten, bei Ende Gelände für den Kohleausstieg, beim Kampf um mehr Personal in der Pflege oder wenn Ärztinnen das Recht auf Schwangerschaftsberatung verteidigen.
Partei in Bewegung zu sein, heißt aber auch gedanklich in Bewegung zu sein, eine lernende Linke zu sein. Eine Linke, die auch im Marxjahr sich seiner Maxime erinnert, sich immer am Stand der Produktivkraftentwicklung zu orientieren. Eine Linke auf der Höhe der Zeit muss sich mit besonderem Werf der digitalen Revolution zuwenden. Auch deshalb habe ich zusammen mit anderen im Sommer eine linke digitale Agenda vorgelegt. Dabei geht es nicht einfach um eine Modernisierung der bisherigen Ungerechtigkeiten, also dasselbe bloß in digital. Es geht vielmehr darum, die Bedingungen zu schaffen, dass die Technologien ihr Potenzial für das Gemeinwohl entfalten können und eben nicht durch kapitalistische Marktmechanismen künstlich beschränkt werden. Wir wollen darüber und über viele andere Fragen übrigens mit euch in der linken Zukunftswoche vom 13. bis 16. September weiter diskutieren. Letztlich geht es doch darum, dass die Früchte des Fortschritts nicht einigen wenigen in Form von Profiten, sondern den vielen zugutekommen und das in Form von Zeitwohlstand für alle. Applaus 2018 wird für die Linke ein wichtiges Jahr. In Bayern wird es höchste Zeit für eine Opposition im Landtag von links. Eine CSU, die sich mit der AfD einen Wettlauf rechter Abscheulichkeiten liefert, die braucht einfach linken Gegenwind auch im Parlament. In Hessen haben wir seit langem eine Landtagsfraktion, die Großartiges leistet. Ich weiß gar nicht, ob es in Hessen überhaupt noch Streiks oder Großdemonstrationen gibt, ohne dass dort die linke Landtagsfraktion und konkret Janine Wissler vertreten sind. Aber die hessische Linke macht nicht nur in Hessen Druck. Wenn immer es irgendwo eine Landtagswahl gab, konnte man hessische Linke sehen, wie sie dort den Wahlkampf unterstützt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, die hessische Linke und unsere Bayern verdienen in diesem Jahr all unsere Unterstützung. Applaus 2019 wird in drei Bundesländern gewählt, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und in diesem Teil Deutschlands, in dem noch meine Generation in der Schule voll Inbrunst davon sang, dass unsere Heimat nicht nur die Städte und Dörfer sind, der macht sich nun das Gefühl von Entwurzelung und Heimatslosigkeit breit. Auf die soziale Entsicherung folgte die kulturelle Verunsicherung. Und wir müssen hier ernsthaft darüber nachdenken, wie wir neue Hoffnungsprojekte und auch wie wir ein Zukunftsprojekt Ost schaffen können. Dazu wollen wir eine Ideenwerkstatt Ost durchführen. Wir sind sehr unterschiedlich in Bund, Ländern und Kommunen aufgestellt. Ich meine, wir könnten da deutlich mehr bündeln. Die jeweiligen Erfolge von Landesregierungen, die guten Vorstöße der Opposition und die Beispiele, wo linke Bürgermeisterinnen den Unterschied machen, die sollten wir gegenseitig verstärken. Nicht nur dann übereinander reden, wenn es Differenzen gibt, sondern dann, wenn es gilt, Erfolge zu promoten, machen wir uns gegenseitig doch häufiger stärker anstatt fertig. Nun ist unter uns eine Debatte entbrannt, ob es eine neue linke Sammlungsbewegung braucht. Ich habe angesichts meines bevorstehenden 40. Geburtstags das zum Anlass genommen für eine persönliche Bilanz und mich all der Neugründung erinnert, die ich aus nächster Nähe mitgestalten durfte, von unserer Partei über den Studierendenverband, die Linksjugend bis hin zum ISM. Und so aufregend Neugründungen sind, am Anfang dominieren immer einige wenige, in der Regel eher die Promis und eher informell. Bis sich demokratische Strukturen oder verbindliche Verfahren der gemeinsamen Willensbildung entwickeln, dauert es einfach eine Zeit. Und hinzu kommt, erfolgreiche Neugründungen entstehen nicht als Idee im Interview, sondern aus gesellschaftlichen Bewegungen, die wir nicht erfinden können. Verbinden und nicht spalten. So beginnt jede wirkliche Sammlung, so beginnt jeder Aufbruch. Also hören wir auf, die Milieus gegeneinander auszuspielen, bringen wir das zusammen, was diese Gesellschaft spaltet. Wir haben in wahrlich schwierigen Zeiten die Linke bei 10% stabilisiert. Nun ist es an der Zeit, die Linke größer zu denken. Schließlich gibt es ein großes linkes kapitalismuskritisches Potenzial, was wir erschließen können. Wir sollten aufhören, auf andere zu warten. Die SPD korrigiert ihre unselige Agenda-Politik oder sie tut es wohl eher nicht. Verschwenden wir nicht mehr so viel Energie darauf, uns an ihr abzuarbeiten, im Positiven wie im Negativen. Setzen wir stärker auf unsere eigene Kraft. Keine der anderen Parteien wird sich ändern, nur weil wir es ihm empfehlen. Aber wir können uns weiterentwickeln und wir können uns stärken.
Und stärker werden heißt nicht einfach, überall 5 Euro draufzulegen. Stärker werden heißt auch nicht, dem Zeitgeist nach dem Munde zu reden, sondern ihn zu verändern, Prozesse in Bewegung zu bringen. Und dazu müssen wir mehr werden. Wir sind jetzt bei guten 10%, obwohl wir einige Kontroversen recht speziell sehr öffentlich austragen. Wenn wir unsere Differenzen nach vorn auflösen, dann könnten wir eine Politik für potenzielle 15% machen. Ich finde, das ist ein Angebot an uns alle, das wir nicht ausschlagen sollten. Und es wären 15% für eine Partei, die das Sozialistische, das Kapitalismuskritische nicht aufgibt. Um mehr zu werden, müssen wir einladender sein. Ich möchte deswegen heute eine Einladung aussprechen an alle, die mit uns diese Welt ändern wollen, gegen die Armut der vielen, den Reichtum der wenigen, gegen neues Wettrüsten und für Frieden, gegen die Vernichtung der Natur und für Klimagerechtigkeit, gegen staatliche Repression und für Freiheitsrechte. Wer klare Kante gegen Rechts und für globale Solidarität zeigen will, für den ist die Linke die erste Adresse. Um einladend zu wirken, müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir streiten. Ich bin ja für harte Debatten in der Sache, weil nur oft im Widerspruch etwas Besseres, was Klügeres entsteht. Aber mancher persönliche Angriff ist doch einfach nur noch verletzend und bringt uns in der Sache nicht weiter. Und damit meine ich jetzt weniger die Angriffe gegen uns Vorsitzenden. Das muss man als Vorsitzende vom Amts wegen aushalten. Es geht aber darum, welche Streitkultur wir ausstrahlen und was das für Signale an potenzielle Neumitglieder aussendet. Ich werbe deswegen dafür, dass wir hart in der Sache um Erkenntnisse ringen, aber durchaus freundlicher werden, auch mal kürzere Sitzungen abhalten und mit mehr Freude das Leben und die politische Einmischung verbinden. Ja, und es geht auch dabei darum, auszustrahlen, wenn wir zusammengehen, dann geht mit uns die neue Zeit. Um größer zu werden, müssen wir aber auch widerständiger werden. Eine polarisierte gesellschaftliche Stimmung erfordert es einfach, zuzuspitzen und Gegner zu benennen. Vernunft ist nicht immer nur das Denken in dessen, was parlamentarisch machbar ist. Vernunft kann auch der Griff zur Notbremse sein. Widerständiger sein heißt, die Eigentumsfrage zu stellen, aber dabei anzuknüpfen an ganz konkreten Alltagserfahrungen. All die armen, erwerbslosen, arbeitenden Menschen und Prekarisierten, die eint doch, dass sie in dieser Gesellschaft beständig enteignet werden, also um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden, ihnen wird vorenthalten, was ihnen zusteht. Und diese Enteignung hat verschiedene Formen. Eine davon sind explodierende Mieten. Wenn die Löhne stagnieren, die Mieten aber explodieren, werden auch Menschen mit mittleren Einkommen nach und nach ihrer Einkommen beraubt. Diese Enteignung setzen wir unserem Kampf um bezahlbares Wohnen entgegen und der muss ran an die Frage von Spekulation mit Grund und Boden. Heute gilt, wer 10 Jahre zwischen Erwerb und Verkauf einer Immobilie verstreichen lässt, zahlt 0,0 Cent Steuern. Aber gerade der städtische Boden darf keine Ware werden, weil er ist nicht unendlich vermehrbar. Wir brauchen ein Ende der Spekulationsfrist, eine effektive Bodensteuer und eine Art Spekulationsbremse für Boden. Kurzum, wir brauchen eine Bodenpolitik, die dem sozialen Frieden dient und der gemeinsamen Aneignung von Gemeingütern. Hartz IV enteignet, schrieb mir vor einigen Tagen ein Betroffener und er meinte damit nicht nur den Zwang, das hart Ersparte zuerst aufzubrauchen. Ihm geht es auch um das Gefühl, entrechtet zu sein, entwertet zu sein, ausgeliefert zu sein. Ja, das Leiden an Hartz IV ist nicht kleiner geworden, nur weil es seit Jahren in Gesetz geronnenes Unrecht ist. Und deshalb möchte ich uns ermuntern zu einer Gesprächsoffensive mit Hartz IV-Betroffenen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich jeder Abgeordnete in seinem Wahlkreis mindestens, ich sage mindestens, einmal im Monat früh morgens vom Jobcenter blicken lässt, einfach um Kaffee auszuschenken und ins Gespräch zu kommen. Für mich ist das eine selbstverständliche Praxis und ich weiß deswegen, auf was für Unmut dort trifft. Wer am Jobcenter einen Termin hat, der ist in der Regel nicht gut gelaunt. Und ich traf schon einige, die das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dann gegen andere wendete. Das hört sich dann immer ungefähr so an, mir wird das Geld verweigert, aber die Ausländer bekommen es vorne und hinten reingeschoben. Aber genau weil dort solch ein Unmut ist und dort solche Sprüche fallen, müssen wir dahin uns blicken lassen, auch um deutlich zu machen, um eure Situation zu verbessern, muss man nicht andere Menschen abschieben, sondern wir müssen Hartz IV abschaffen und dafür stehen wir, die Linke. Ich bin froh, dass wir im neuen Dienstleistungsproletariat und bei dem akademischen Prekariat hinzugewinnen konnten. Doch schon im Moment der Freude darüber muss unsere Aufmerksamkeit all denen gelten, die sich entwurzelt fühlen. Wem gesagt wird, dass nicht mehr genug da ist,
der beginnt sich zu wundern, wenn auf einmal für andere genauso viel da ist wie für einen selbst. Wer seit Jahren nicht vorwärts kommt, der fragt sich, wie soll das alles gehen? Ja, die Flüchtlingsfrage polarisiert, das erlebe ich auch im direkten Gespräch. Aber die soziale Sicherheit könnte versöhnen. Wir als Linke verteidigen Geflüchtete, Migrantinnen gegen Vorurteile, gegen Rassismus. Wir wissen aber auch, die Rechten werden wir nur auf dem Feld der sozialen Sicherheit schlagen. Und es geht dabei auch darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen bessere sein können. Zu Hause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit, zu Hause heißt, wenn die Angst der Freundschaft weicht, so singt die Band Feine Sahne Fischfilet. Der Filmclip dazu zeigt Menschen in ihrem jeweiligen Zuhause, vom Obdachlosen über die Alleinerziehende bis hin zum Geflüchteten. Ja, gerade in Zeiten der Verunsicherung wächst der Stellenwert des Zuhauses, eines Ortes, wo die Angst der Freundschaft weicht. Rechte besetzen nun dieses Bedürfnis auf nationalistische Art. Unsere Antwort muss aber eine andere sein. Denn wir wissen, es gibt kein Zurück in die angeblich so guten Zeiten. Uns wird kein Nationalstaat retten. Der Sozialismus in einem Land funktionierte nicht. Der Kapitalismus kennt schon längst keine Grenzen, zumindest für Profite. Und da alle überall in der Welt alles vergleichen können, wie es sich woanders leben lässt, kennt unsere Welt kein Außen mehr. Dagegen können wir uns nicht verschließen, auch wenn die Rechten uns das glauben machen wollen. Das ist nur ein weiterer Betrug von rechts. Links und auf der Höhe der Zeit zu sein, heißt deswegen, die Verteilungsfrage als globale Gerechtigkeit zu sehen. Und es heißt, Klimagerechtigkeit als dringende Menschheitsaufgabe zu begreifen. Das Jahr 2018 ist ein Jahr voller historischer Jubiläen. 200 Jahre Marx, 100 Jahre Novemberrevolution, 50 Jahre 68. An all diesen Traditionen gilt es anzuknüpfen und sie als Partei in Bewegung auf der Höhe der Zeit zu behandeln, als eine einladende und widerständige Linke, die im beständigen Wachsen das Projekt der 15% in Angriff nimmt und die die Enteigneten dieser Gesellschaft zusammenführt in Kämpfen um Aneignung, anstatt sie gegeneinander auszuspielen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und jede Umbruchszeit ist Zeit für Expeditionen ins Offene. Wer in solchen Zeiten stillsteht und sich nicht bewegt, wird hinweggerissen. Seien wir also Pioniere eines sozialen Aufbruchs, beginnen wir weiterzudenken, um größer zu werden, bieten wir all jenen ein politisches Zuhause, die mit uns sein wollen, auf das die Angst der Hoffnung weicht. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Meine Stimme ist noch irgendwie ein bisschen belegt von gestern. Ich starte dieses Jahr mit Optimismus. Wir haben eine Bundestagswahl hinter uns, bei der wir gewonnen haben, dazu gewonnen haben. Wir haben gestern die Sondierungsergebnisse für eine neue Große Koalition erfahren, wo deutlich wird, die brennenden sozialen Fragen unserer Zeit werden nicht gelöst. Und was rausgehandelt wurde in der Frage der Flüchtlings- und Migrationspolitik, ist eine vollkommene Durchsetzung der Restriktionspolitik der CSU. Das heißt, für die Linke gibt es genügend Spielraum für eine klare soziale Opposition gegen diese kommende Große Koalition, und die wird dringend benötigt. Und wir wachsen als Partei. Es wurde jetzt schon vielfach gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir haben in den letzten 2 Jahren 14.000 neue Mitglieder dazu gewonnen. Die Mehrheit dieser neuen Mitglieder ist unter 35 Jahre. Im Westen sind wir inzwischen jüngste Partei. Wer hätte das vor einigen Jahren noch gedacht? Kapitalismuskritik ist wieder in bei jungen Leuten. Und das ist gut so. Diese neue linke Generation wird eine wichtige Rolle spielen in der Auseinandersetzung darüber, in welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickelt. Sie entscheidet mit darüber, wachen wir irgendwann in den nächsten Jahren mit einem deutschen Trump auf oder verschieben wir die Gewichte in dieser Gesellschaft nach links? Und sie entscheidet auch darüber, ob der Kapitalismus das Ende der Geschichte ist oder nicht.
Viele Neueintritte heißt auch, unsere Partei verändert sich und sie erneuert sich. Über unsere neuen Mitglieder und auch über unsere Wählerinnen und Wähler geistern manchmal seltsame Bilder durch die Diskussion. Manche haben Sorgen, dass wir zur Hipsterpartei werden und dass wir den Kontakt zur Arbeiterinnenklasse verlieren würden. Dabei wissen wir doch inzwischen, die Arbeiterinnenklasse besteht nicht nur aus weißen Männern im Blaumann. Natürlich sind die wichtig und wir wollen uns dort gut verankern, wie gerade bei der Unterstützung des Streiks der IG Metall. Ich war gestern bei den streikenden Metallern hier in Berlin und ich habe ihnen ausgerichtet, dass wir es für dringend notwendig halten, dass sie mehr Lohn bekommen und dass wir ihren Kampf unterstützen in dieser Auseinandersetzung. Und wir waren auch bei Siemens und wir werden überall sein, wo Menschen in diesem Land für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit kämpfen. Das ist unsere Aufgabe als linke Partei. Aber was wir gerade erleben, ist nicht, dass wir als Partei die Arbeiterinnenklasse verlieren, sondern wir erleben, dass unterschiedliche Teile dieser Klasse zur Linken kommen. Und das ist eine Riesenchance für uns. Die Arbeiterinnenklasse heute setzt sich völlig anders zusammen als noch vor 30 Jahren. Sie ist weiblicher, sie ist migrantischer, arbeitet häufiger im Dienstleistungsbereich und in prekären Beschäftigungsverhältnissen als früher. 50% eines Jahrgangs machen Abitur, fast so viele studieren. Trotzdem sind oder werden sie in ihrer überwiegenden Mehrheit lohnabhängig werden. Und viele werden den Lebensstandard ihrer Eltern gar nicht erreichen, sondern unter weitaus schlechteren Bedingungen arbeiten und entlohnt werden. Wenn wir uns anschauen, wer neu in die Linke eintritt, dann sind es oft Beschäftigte in der Pflege, in Gesundheit und Erziehung, Beschäftigte im Einzelhandel, Bürokaufleute, Elektriker, Köche, Informatiker. Das ist im Übrigen ein guter Schnitt durch die Zusammensetzung der neuen lohnabhängigen Klasse. Darauf können wir stolz sein und wir müssen diesen Leuten sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, zu den Linken zu kommen. Spannend ist dabei auch, was für Interessen diese neuen Mitglieder gegenüber uns äußern. Die größte Rolle spielen soziale Themen, einschließlich Arbeit, Mieten, Gesundheit. Auch ganz wichtig sind ihnen Steuern und Finanzen, Ökologie und Klimaschutz und Antirassismus, Solidarität mit Geflüchteten. Das umreißt unsere Aufgaben ganz gut. Traditionell galt die Sozialdemokratie als Partei der abhängig Beschäftigten und die Grünen als Partei des sozialökologischen Umbaus und des Klimaschutzes. Inzwischen hat die SPD die Agenda 2010 gemacht und die Grünen haben nicht nur das Sozial aus dem sozialökologischen Umbau gestrichen, sie werden auch zur Partei der Automobilindustrie. Sie setzen nur noch das Wort Elektro davor. Hier liegt Potenzial für die Linke und die Herausforderung liegt auf dem Tisch. Ich sage es ganz deutlich, wir sind keine Ersatz-SPD und wir werden auf keinen Fall eine liberale grüne Partei. Wir sagen den Grünen ganz klar den Kampf an. Wir werden die Partei des sozialen und ökologischen Umbaus dieser Gesellschaft. Euer Monopol ist vorbei. Wir machen Politik für die Mehrheit der Beschäftigten, für die Arbeiterinnenklasse in ihrer Vielgestaltigkeit und mit ihren durchaus unterschiedlichen Arbeits- und Lebenslagen. Vom Bauarbeiter bis zur Verkäuferin, von der prekär lebenden Solo-Selbstständigen bis freischaffenden Künstlerin, von der Pflegekraft über die befristet beschäftigte Wissenschaftlerin bis zum Facharbeiter und Ingenieur in der Industrie. Wir verbinden die verschiedenen Milieus der Beschäftigten solidarisch, die auch die soziale und die ökologische Frage stärker verknüpft. Das ist das Zukunftskonzept für eine moderne linke Partei mit klarer Klassenorientierung auf der Höhe der Zeit. Politik auf der Höhe der Zeit heißt auch ansprechen, was alle angeht.
dass Arbeit nicht krank machen darf, dass die Arbeit ums Leben kreist und nicht umgekehrt, dass die Miete nicht arm machen darf, eine gute und gleich gute Gesundheitsversorgung, für alle eine auskömmliche Rente. Verbindende Politik funktioniert aber nicht nur über richtige Forderungen oder Medienbotschaften. Es braucht eine verbindende und organisierende Praxis. Wir haben gesehen, dass wir bei Erwerbslosen und im Osten Stimmen verloren haben. Ich sage, das bearbeiten wir, nicht durch magische Sprüche oder durch eine Verschiebung unserer Positionen. Als Linke werden wir niemals, niemals die Erwerbslosen, die prekär Beschäftigten und die Menschen in sozialen Brennpunkten aufgeben. Dann braucht es keine linke Partei, wenn wir das machen würden. Seit letztem Jahr laufen die ersten Modellprojekte in einkommensschwachen Nachbarschaften. Viele Genossinnen und Genossen in den Kreisverbänden gehen regelmäßig vor die Jobcenter und an die Haustüren und hören den Menschen zu, machen Angebote zur Organisierung im Kampf gegen Sanktionen, Niedriglöhne, Verdrängung und steigende Mieten. Wir wollen als Partei sichtbar sein im Alltag der Menschen. Wir laden sie ein, sich selbst zu organisieren und mit uns aktiv zu werden. Wir sind eine aktive Mitgliederpartei, die vom Engagement der vielen tausend Mitglieder lebt. Das ist unsere Stärke. Wir sind eine Partei in Bewegung. Deswegen werden wir die Kampagne für mehr Personal und bessere Löhne in der Pflege fortsetzen und eine Kampagne für bezahlbare Mieten starten. Deswegen sind wir aktiv in den Initiativen gegen steigende Mieten und unterstützen die Menschen dieser Initiativen im Stadtteil und im Parlament. Über 3000 Beschäftigte bei Siemens wird mit Entlassungen der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das zum Großteil in eh schon strukturschwachen Gebieten im Osten. Und obwohl der Betrieb Profite schreibt, dieses Wirtschaftssystem opfert die Leute, die die Betriebe aufgebaut haben. Und das Schlimme ist, weder die Union noch die SPD haben einen Plan dafür, wie diese Umbrüche so gestaltet werden können, dass die Beschäftigten nicht die Zeche bezahlen. Für uns als Linke ist völlig klar, wer Gewinne macht, darf keine Menschen entlassen. Im Grundgesetz steht, der Gebrauch des Eigentums ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Daran müssen wir erinnern, und deswegen geht es nicht nur um ökologischen Umbau, die Wirtschaft muss auch demokratischer werden. Wir haben dazu ein Konzept zur Wirtschaftsdemokratie entwickelt. Und wenn heute die größte Industriegewerkschaft, die IG Metall, die 28-Stunden-Woche für Menschen mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen und Schichtarbeiterinnen fordert und dafür streikt, dann ist das ein wichtiges Signal in die Gesellschaft rein. In vielen Teilen ist angekommen, dass wir so nicht weiterarbeiten können. Abgehetzt und im Dauerstress die einen, unterbeschäftigt die anderen, kaum Zeit für Kinder, Pflege, Freunde. Wir brauchen eine neue, mutige Arbeitszeitpolitik. Wir sagen den Kolleginnen und Kollegen der IG Metall, alles Gute für euren Kampf. Wir unterstützen ihn. Aber wir geben uns nicht damit zufrieden, dass nur für 2 Jahre die Arbeitszeit verkürzt werden soll, sondern wir als Linke treiben das weiter. Wir wollen generelle Arbeitszeitverkürzung um die 30-Stunden-Woche für alle, damit die Arbeit um das Leben kreist und nicht das Leben um die Arbeit. Die Linke wird immer die Partei der sozialen Gerechtigkeit sein. Aber es wird Zeit, auch den sozialen, ökologischen Umbau voranzutreiben. An vielen Stellen stocken die politischen Lösungsvorschläge. An der Dieseldebatte war das gut zu sehen. Wo war denn der naheliegende Vorschlag, in allen belasteten Städten sofort den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei zu machen? Dann würde sofort die Hälfte der Pendler auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Fahrverbote wären dann im Übrigen überflüssig. Ja, aber heißt es dann, der öffentliche Personennahverkehr kann das ja gar nicht leisten. Und das wird dann
aus der Automobilindustrie. Das bringt die Probleme ganz gut auf den Punkt. Das Öffentliche wird nicht nach Bedarf ausgebaut, obwohl das natürlich auch Arbeitsplätze schaffen würde. Die Strukturen der Wirtschaft gelten als unantastbar. Und genau das ist der Unterschied von linker Politik. Linke Politik fordert den Ausbau des Öffentlichen nach den Bedürfnissen und nicht nach den Profitinteressen der Wirtschaft. Die Linke will eine ganz andere Richtung einschlagen. Erstens ein neues Normalarbeitsverhältnis mit Umverteilung der Arbeit und guten Löhnen. Zweitens den sozialen Lohn, wie das in Italien früher hieß. Einen Infrastruktursozialismus, das ist zumindest mein Begriff oder den Begriff, den Katja und ich geprägt hatten in unserem Manifest. Also gut ausgebaute öffentliche Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, die nach Bedarf organisiert ist. Die gesellschaftlichen Strukturen, die sicherstellen, dass alle gut und sicher leben und kulturell so leben können, wie sie wollen. Dafür brauchen wir drittens Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, um breite Investitionen in die Zukunft zu finanzieren. Dieser Dreiklang und die Verbindung dieser drei Positionen steht für fortschrittliche linke Politik der Zukunft. Wir sollten den eingeschlagenen Weg der Erneuerung fortsetzen. Unsere Positionen sind gut, sind ausgereift, aber wir ruhen uns darauf nicht aus. Und es gibt durchaus einiges zu klären. Es ist nicht unüblich, dass es in unserer Partei an wichtigen Punkten unterschiedliche Auffassungen gibt. Lasst ihr euch nicht erzählen, dass es vor allem persönliche Auseinandersetzungen sind. Dahinter liegen inhaltliche Fragen, die wir durchaus kontrovers und offen diskutieren sollten, aber in einer sachlichen und solidarischen Auseinandersetzung. Als Parteiführung haben wir die Aufgabe, eine geordnete, solidarische und konstruktive Diskussion in der Partei dazu zu ermöglichen. Das tun wir in den nächsten Wochen schon mit einer Reihe von Regionalforen, wo wir inhaltlich und zur Frage, wie verstehen wir uns als Partei, wie verstehen wir unsere Partei, wie wollen wir Politik machen, diskutieren werden. Denn so soll es bei den Linken sein, die Positionen werden von den Mitgliedern gemacht, wenn man den Begriff Mitgliederpartei ernst nehmen will. In den nächsten Jahrzehnten steht nicht weniger als die Zukunft der Demokratie auf dem Spiel. Ein Weiter-so bedeutet ein zunehmend vergiftetes gesellschaftliches Klima, eine weitere Rechtsverschiebung. Während die SPD sich anschickt, eine Verlängerung der Ära Merkel zu ermöglichen, bereiten sich Teile der Union bereits auf die Zeit nach Merkel vor. Und selbst ein Kurs auf AfD-Blau, wie in Österreich, ist nicht mehr ausgeschlossen. Es braucht eine Partei in diesem Land, die da klar dagegen hält. Ich bin überzeugt, wir brauchen ein umfassendes, inklusives Verständnis von Solidarität. In der Geschichte hat sich immer gezeigt, wenn wir zulassen, dass die Rechte und die Lebensbedingungen von einigen Menschen verletzt werden, setzt das eine Abwärtsspirale für alle in Gang. Unsere Aufgabe ist es, klarzumachen, dass die Vorstellung, wenn die was kriegen, damit meine ich zum Beispiel die Flüchtlinge, ist für uns nichts mehr übrig, nicht richtig ist. Denn wir können gemeinsam für mehr kämpfen. Dass die Vorstellung, die Ärmsten würden unseren Wohlstand bedrohen und nicht die Reichsten falsch ist, ist doch unsere Aufgabe aufzuzeigen. Die Reichsten sind für den Wohlstandsverlust verantwortlich, nicht die Ärmsten in dieser Gesellschaft. Unsere Solidarität umfasst dabei alle, die von den Verhältnissen des Neoliberalismus betroffen sind. Von Geflüchteten über Erwerbslose und Rentner bis zu den unterschiedlichen Gruppen der Beschäftigten. Den Kampf gegen Rechts können wir nur gewinnen, wenn wir es schaffen, den sozialen Nährboden des Rechtspopulismus durch eine sozialgerechte Politik auszutrocknen. Aber es ist auch notwendig, klare Kante gegen Rechts zu zeigen, und zwar unmissverständlich klarzumachen, dass wir den Rechten keinen Spielraum in dieser Gesellschaft lassen. Applaus
Und wenn heute die AfD bei den Betriebsratswahlen antreten wird, in vielen Industriebetrieben und viele in der Gewerkschaft im Übrigen da Angst davor haben, dann treten wir Ihnen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften entschlossen entgegen, weil wir wollen nicht, dass in den Betrieben die Beschäftigten zwischen Migranten und Migrantinnen oder Geflüchteten und Deutschen aufgeteilt werden. Wir haben gemeinsame Interessen als Lohnabhängige und die fassen wir zusammen. Grundlegende soziale Veränderungen können wir derzeit nicht mit dieser Sozialdemokratie erreichen. Und ohne eine veränderte Sozialdemokratie nicht durchsetzen. Natürlich müssen wir verstärkt konkrete Angebote machen an unzufriedene Sozialdemokratinnen, Grünen, an die Menschen, die sich in Gewerkschaften, sozialen, antirassistischen Initiativen, in ihrer Nachbarschaft oder für globale Gerechtigkeit engagieren. Angebote an bestimmten Punkten, wie beim Kampf um bezahlbare Mieten, oder beim Thema Abrüstung, beim Kampf gegen Rechts, um gemeinsam Druck zu machen. Es geht aber nicht darum, definitiv nicht darum, zu werden wie die alte oder die neue Sozialdemokratie. Als Linke haben wir einen anderen Kern, eine weiterreichende Perspektive. Wir finden uns nicht mit einer Gesellschaftsordnung ab, die alle menschlichen Interessen und die Zukunft des Planeten dem Profitstreben unterordnet. Wir wollen ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das echte Demokratie in der Gesellschaft und in der Wirtschaft verwirklicht. Wenn wir das aufgeben für eine irgendwie geartete Sammlungsbewegung, für die ich ehrlich gesagt auch wenig Begeisterung aus den Reihen der Sozialdemokratinnen oder der Grünen höre, dann laufen wir Gefahr, dass die Linke geschwächt wird. Es war nach 2012 keine leichte Arbeit, die tiefen Gräben in der Partei zuzuschütten und uns gemeinsam auf einen guten Weg zu bringen. Es hat die ersten Jahre unseres Vorsitzes geprägt. Wir alle haben anderes zu tun, als damit wieder von vorn zu beginnen. Statt zu sammeln, was derzeit nicht gesammelt werden will, sollten wir doch gemeinsam daran arbeiten, die Linke stärker zu machen in dieser Gesellschaft. Denn die Linke ist eine durchaus erfolgreiche Sammlungsbewegung, die Potenzial hat, weiter zu wachsen und stärker zu werden, gerade in Zeiten der Krise der Sozialdemokratie, die mit dieser großen Koalition bestimmt nicht zu Ende sein wird. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns geschlossen und entschlossen in ein Jahr mit zwei Landtagswahlen gehen und uns auf die Europawahl vorbereiten. Und wir haben auch noch eine Kommunalwahl in Schleswig-Holstein, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir gehen da rein mit klarem Profil, an der Seite der Erwerbslosen und der Beschäftigten, mit umfassender Solidarität statt Ellbogengesellschaft, mit einer Kampfansage an das Europa der Superreichen und Konzerne und für soziale Gerechtigkeit, für Abrüstung und konsequente Friedens- und Entspannungspolitik, für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wenn wir das machen, ist mir um das Jahr 2018 für die Linke nicht bange. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus